manchmal kommt mit dem Interface ein bisschen durcheinander. Ich bin halt immer noch an das typische Oblivion-Interface gewöhnt. Aber das hier ist, ja, ich find's sogar cool. Ob übersichtlicher ist die eine Sache. Aber ich find's cool. Cool designed. Ja doch, generell ist es übersichtlicher. Aber jedem das seine. So, ich sag mal, das da hinten ist das Sanktum und ich sage, da hinten müssen wir hin. Ruckel, ruckel, ruckel. Wie gesagt, ich gucke in den nächsten Folgen, ja, einfach mal, ob ich vielleicht was ändern kann. Wenn nicht, dann, ja, sieht auch schon brav. dann tut's mir leid. Ich habe immer noch 31 Lernpunkte zur Verfügung. Immerhin haben wir ja jetzt erfahren, mehr erfahren über die Quest Hexenjagd und das ist doch auch schön. Ich will keinen. So, ich will ja auch keinen Ärger. So, jetzt geht's in das Gebiet beim Sanktum. Aber mir ist, wie ihr seht, das Bild ist ziemlich offen. Eine Höhle. Ich hätte schon fast nicht gewusst, was eine Höhle ist. Wie konnte ich nur? Genesungstrank, Magietrank, Stoff und kleiner Seelenstein. Seelensteine und Seelenfalle. Falls ihr nicht wisst, wofür die sind, ich verrate es euch. Mit den Seelensteinen, Moment, ich muss kurz gucken, ob hier. Nö, Absicht. Mit den Seelensteinen kann man die Seelen der Gegner auffangen, sozusagen, absaugen. Und ja, diese mit Seelen gefüllten Seelensteine kann man dazu verwenden, um eine magische Waffe aufzuladen. Magieverbot. Was seht ihr? Kann nicht lesen. Nach Erlass unseres Kanzlers Barsten Barator ist das Ausüben von Magie im Reich verboten. Das Lehren von Magie im Reich verboten. Die Bildung magischer Vereinigungen verboten. Das Handeln mit magischen Gegenständen verboten. Weitere Verbote können im Gericht von Erotin eingesehen werden. Na, danke aber auch. Da wollen wir Magier werden und. Die kennen eine andere Route. Das ist unfair. Weil. Und zwar deswegen unfair, weil ich weiß, was hier kommt. Ja, diese kleine Stelle. Diese Brücke habe ich mal aufgenommen, aber. Das war eine Testaufnahme, die ich scheiterte. Aus einem Grund. Der eine Grund steht da hinten. Und der andere Grund ist, ja. Aufnahmetechnik hat es nicht so hingehauen. Es war nämlich noch vor dem. Neuen Arbeitsspeicher. Hey, du da. Ich komme von der staatlichen Vermögensbegrenzungsbehörde. Gibt's da was, was man bei dir. Also, mit einfachen Worten, er ist ein Bandit. Und will mich um ein paar Münzen erleichtern. Und die kommen zu dritt an. Was ja natürlich mal sehr nett ist, von vornherein. Ah, der eine ist tot, fast. Ihr seht schon, man hat keine Chance, irgendwie irgendeinen Angriff anzubringen. Weil, sobald man einen abgewehrt hat, kommt gleich der nächste an. Und will auch Ärger haben. Ha, Nummer 1. Und ich bin die Nummer 2, oder was? So wollen wir es nicht haben. Erstmal du weg. Und? Du weg. Uff, die haben mich das letzte Mal so genervt, dass ich nun nicht mehr feierlich.
Aber letztendlich haben wir sie niedergerungen. So, Eisenhandschuhe? Ach, ich sehe gerade, ich habe immer noch die Minenarbeiterhandschuhe. Nehme doch lieber passendere Handschuhe. Ich habe Beinziehen, die kann ich gar nicht. Rostiges Eisen kurz wert. Wie schon erwähnte, ich werde auch mal versuchen zu lernen, wie man schmiedet. Erfolgreich. Und dann werde ich mir richtig tolle, geile Waffen schmieden. Ja. Sollte aber nicht schwer sein. In Nerim ging das auch. Kobold. Und zack. Noch mehr von euch? Nein. Nur ein Bett. Praktisch ein Lager für mich. Zwei Betten. Spannungstrank und Schnaps. Jo, ja, dann nehmen wir uns mal, genehmigen uns mir mal einen Schnaps. Warum spreche ich so komisch? Ah ja. Ausgeruht, frisch und fit. Gehen wir jetzt mit dem alten Bogen. Ich nehme ausnahmsweise mal wieder diese Optik. Die ist zum Kämpfen zwar sehr ungeeignet, aber wenn man einfach so auf Reise ist, ist es kein Problem, die Optik zu nehmen. Und so oder so befinde ich mich jetzt auf Neuland. Kann's euch sagen. Sind das nicht die beiden, die da diese Abkürzung verwendet haben? Noch mehr Diebe oder was? Ja, ist klar. Oh oh. Ja? Ups. Toll. Wir werden hier lediglich. Will die wirklich gegen uns kämpfen oder? Was will die von uns? Hilfe, du bist mir unheimlich. Geh weg. Was war das denn? Wenn das mal kein Bug war. Ihr habt's gesehen, die ist einfach nur gegen uns gelaufen und hat nichts gemacht. Und wette, den kannst du auch anklicken. Nein, wow, der reagiert sogar von selbst. Und er greift uns an. Und? Aua. Zack. Paar Pfeile nehme ich mit. Ein Hammer, sehr schön. Mit 5 Gold drin. Warum sind das nur so Mini-Beträge? Warum riesige Beträge? So 500 Gold. Okay. Wird es kaum geben. Weil das ist nicht Oblivion. Hier findet man zwar so mal Münzen in Truhen, aber nicht übermäßig viel. Wisst ihr was, Leute? Ich reise jetzt mit euch zusammen. Zum einen ist der Händler, bei dem kann ich alles verkaufen. Und so, mal sehen, Stärke 4, auch Stärke 4. Ich will den alten Bogen aber nicht verkaufen, der hat so Tradition. Kannst mit dir feilschen? Ich sag mal 75%. Das sollte doch gehen, oder? Nein, er akzeptiert's nicht. So, aber 70%, oder? Ja, das akzeptiert er. Endlich. Eiserner. Verkauft praktisch jetzt alles, bis auf die wenigen Sachen, die ich wirklich noch brauche. Dam, da, dam. Noch einmal 11 Gold. Ja, muss dann halt nur das andere anlegen. Und einen Stoff.
weil ich kenn's, dass die immer zum Verkauf bereitstehen. Und dann guck ich nochmal, was er hat. Vielleicht hat er ja irgendwas. Ring der Erdung. Zock widerstehen. 6%. Ein Standard-Genesungstrank. Ich kaufe mal einen ranzigen und seine 5 einfachen. Und den weiteren hier. Dann irdischer Marmor. Habe ich das Buch nicht schon? Ich weiß, dieses ständige Einkaufen, Verkaufen ist ein bisschen langweilig, aber was soll ich sagen? Das muss halt sein in einem Rollenspiel. Irdischer Marmor. Ich kauf's mal. Zack.